Jo Leute, da sind wir wieder zu einem neuen Let's Play. Endlich geht es los mit Die Sims 3. Ja, bevor dieses Jahr Die Sims 4 noch rauskommt, im Herbst irgendwann, wollen wir das dann auch nochmal zocken. Ich weiß noch nicht genau wie lange, wird sich dann noch ergeben. Hier sind schon mal ein paar Welten von früher. Man sieht ja schon, 23.03.2012 ist ziemlich alt. Ja, damals habe ich Sims aktiv gezockt. Ich weiß gar nicht, ich glaube das erste Mal war es so 2010 oder so, wo ich das gespielt habe, und jetzt schon 4 Jahre später, und ich fange auch endlich mal an mit dem Let's Play. So, wir müssen mal ein neues Spiel erstellen. Zurzeit können wir nur Sounds at Wally machen, weil ich keine Mods oder so installiert habe. Also das ist das reine Vanilla Sims 3, und ich werde versuchen, das ohne Cheats zu machen, sonst hier habe ich nämlich immer mit Cheats irgendwie gezockt, keine Ahnung warum. Ja, dann mal spielen. So, hier der Nachteil ist halt, dass es hier ewig lange Ladebildschirme gibt. Das regt mich auch schon seit Jahren auf. Und ja, dann... Ja, guck dir das mal an hier. Ah, jetzt geht's. Okay, dann geht's mal los. 60 Frames, okay. Die ganze Zeit hatte ich nämlich 240 Frames. Und ich denke nicht, dass das die ganze Zeit durchgehalten hätte. So, lass uns Sims 3 spielen. Aha. Ja, auf Englisch heißt es auch Let's Play, also... Gut, wir können jetzt entweder einen Haushalt wählen oder erstmal Sims erstellen. Ich bin aber nicht so ein Fan von Sims erstellen. Ist auch bei Sims 3 noch nicht so gut gemacht wie bei Sims 4, was ich da jetzt gesehen habe. Ja. Aber immerhin. So, dann muss ich mal gucken. Da unten geht es nicht mehr weiter. Okay, dann wähle ich jetzt einfach mal irgendeinen Haushalt. Ach so, Schwierigkeit. Wie soll ich das? Hm. Keaton, alleinerziehende Mütter, Knautschgesicht. Ja, ich könnte mal irgendwas nehmen hier. Van Goddard, Ursine, Frio, Coffee, arbeitende Freundin und Roomies. Oder soll ich jetzt doch... Warte mal, wie ging das jetzt? Nee, ich glaube, wenn man es einmal... Ach nee, wir können ja noch... Haushalt wählen, ne, Haushalt einziehen lassen, das ist nämlich gut. Da können wir das nämlich, ach so, die hatte ich schon mal erstellt hier. Budele. Zutweets. Hanna. Das hätte ich irgendwann mal gespeichert, keine Ahnung warum. Ach so, das hier sind die Standarddinger. Nehmen wir mal Lum. Die sind ganz cool drauf, die nehmen wir einfach mal und will ein Grundstück. Ich nehme mal ein leeres Grundstück, genau. Da können jetzt erstmal wohnen. So, dann lädt das Ganze wieder. Da sparen wir uns nämlich das ewige Create Sim. So, und da können wir auch gleich in der ersten Folge richtig durchstarten. Und mal sehen, was wir alles erreichen. Da bin ich echt mal gespannt. So, wir haben jetzt hier die drei Leute. Und ja. So, gucken wir gleich mal auf den Stammbaum. Theodore Lum, Lily Lum und natürlich Lawrence. Der geht noch zur Schule und die sind verheiratet. Okay. Dann Mülleimer ist leer, das Ding auch. Wer hätte es gedacht? Und dann müssen wir erstmal in den Kaufmodus gehen. Und ein paar Betten kaufen. So, einfach mal so hier, drei Betten hingeklatscht. Und dann können wir natürlich auch bei Bedarf noch eine Kommode holen. Ach, keine Ahnung. Ne, wir nehmen mal natürlich erstmal so ein Haus. Und zwar... wir haben... Ach so, wir haben genug Geld. So, so ein Quadratklotz, wie man es aus Minecraft kennt. So gehört sich das. Achso, ne, die Wände mache ich immer aus, auf Ausblenden. Finde ich irgendwie am coolsten. So, Türen, natürlich die teuerste hier. Tita, die brauchen wir unbedingt. Die... Nein, natürlich nicht. So eine 80-Dollar-Kuh. Ne, 80 Simmerloans heißt das ja. Dahin. Können wir noch irgendwas kaufen? Ich glaube Teppich, gell, können wir auch noch machen. Pff,
Stylisch hier. Ne, ich nehme den hier. Das ist cool. Also schon so lange her, wo ich das gezockt habe damals. Wie ging das? Oh, ich weiß komischerweise noch so viel. Vorschlagkamera das. Da stellen wir jetzt erstmal die Betten hier rein. So. Sieht aus. Dann brauchen wir noch eine Treppe. Würde ich ganz gerne machen. Und zwar so. Achso, die müssen wir auch. Ja, mit den Treppen ist immer ein bisschen schlecht. So. Das geht. Hä? Wieso geht das nur in der Mitte? Wieso geht das da nicht? Ich würde da nicht haben. Warte mal. Müssen wir hier erst so ein Dings hinmachen, einen Boden. Ah, nochmal den. Oder mal einen anderen jetzt. Warum soll ich da hin mit einem Raum? Ist mir auch egal. Ach nee, will ich nicht. Warte. Weg. Huch. Na. Dann halt hier hin. Und noch ein paar Lampen könnte man gut gebrauchen. Die haben wir... wo sind die? Meine Lieblingslampen, die ich immer hatte. Ich glaube, die waren hier. Da waren sie. Die Dinger hatte ich immer ganz gerne anwenden. Ja, ist ja gut. Mal so. Das aussieht. Ja, ja, ist doch eine Wand hier. Beste Wohnung, hier will ich auch wohnen, so wie es jetzt hier aussieht. So, dann kann man natürlich auch noch das beste Klo kaufen. Aber nicht für 1800, da haben wir nicht genug Geld. Kaufen wir sowas, aber die gehen natürlich übelst oft kaputt. Hier in die Ecke. Warte mal. Hab ich eine Idee? Nein, doch keine Tapeten. Die sind hässlich, brauchen wir nicht. So, dann dahin. Ja, das Riesenklo. Und ich muss jetzt mal gucken, ob das geht. Becken. Ach, das ist so eins. Nee, geht nicht. Mist. Muss nur so. Dann noch den Vorschlagkammer, dann können wir die Wände verkaufen. Ich wollte so einen Vorraum machen für das Bad. Hm, nicht so schräg. Hm. Ach, so rum geht's jetzt, oder so. Und nicht so rum. Hä? Warum? Ist das sinnlos? Ach, jetzt habe ich aus Versehen das Bett verkauft. Ist mir auch mal scheißegal jetzt. Zack. Da noch Dings hin. Und dann kaufen wir jetzt uns halt nochmal ein Becken. Das ist ja gut. Brauchst mir keine Werbung schalten hier. Ich weiß, wie das funktioniert. Das Becken. So, natürlich eine Haustür. Und dann könnten wir die andere... ich hätte gerne eins daneben, warte mal. Ja, ich weiß, das jetzt sind jetzt erstmal so Schönheitssachen, die bräuchten wir eigentlich am Anfang nicht. Aber... Hä, wo geht die hin? Wieso geht die da? Wieso geht die da nicht? Die Tür von Türen und mehr. Ah, wegen der Lampe. Das ist ja auch wieder schön blöd. So.
Dann bräuchten wir jetzt nochmal Tapete. Und dann nehmen wir einfach mal eine ganz billige. Und dazu mache ich mal jetzt die mittlere Wandansicht. So, sonst fühlen die sich nämlich nicht wohl. Und dann können wir auch gleich mal mit dem Live anfangen. So, die natürlich hier verkaufen. Ah, wird gleich die Wand mitverkauft, das ist jetzt dumm. So, eine Außenfassade können wir natürlich dann auch noch machen. Aber erstmal will ich jetzt eine Badtapete, hier. Ah, muss ich doch nochmal so machen. Und haben wir dann noch irgendwas? Tefüllung, Mauern, Verkleidungen. Nehme ich das hier. Keine Ahnung warum. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Ich sollte vielleicht nicht ganz so schnell hier agieren. Manchmal lässt er da auch welche aus, keine Ahnung warum. Den Bock habe ich auch schon immer. So. Ja, wir haben zurzeit noch kein Hausdach. Das könnte ich vielleicht dann auch nochmal ändern. Dass wir einfach so ein kleines Dächchen hinsetzen, ne? Das können wir noch riesengroß machen. Oder richtig flach. Aber ich würde es so machen. Oder? Nein, viel zu... Kann ich irgendwo rückgängig machen? Ja, ja. Gut. Dann brauchen wir jetzt auch noch... Tapete wieder. Und zwar möglichst dieselbe wie unten. So, sieht doch wunderschön aus, oder? Hm. So, dann müssen wir natürlich erstmal so grundlegende Sachen wie Duschen kaufen auch. Das ist vielleicht nötig. Warte mal. Hm, die ist mir zu teuer. So, das muss natürlich sein. Vor allem jetzt zum Anfang. Das haben wir. Achso, Küche brauchen wir natürlich noch. Zum Kühlschrank. Unseren Herd und das Ding. Noch 11.000 Dollar. Spülmaschine. Ah, wieso steht das da drauf, wenn ich es hier nicht platzieren kann? Sind die dumm? So, Rauchmelder. Oh ne, wisst ihr was? Ich kann den ja auch hier dran setzen. Hallo? Ah ne, an die Treppe geht er nicht. Hä? So. Okay, dann wohl so. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Tisch oder so brauchen wir ja nicht. Das ist ja unbedingt... nicht unbedingt notwendig. Hier noch so ein olles Telefon. Oder warte mal. Natürlich über dem Herd platzieren. Man kann ich sogar im Kühlschrank platzieren. Hier so. Ist an seiner Seite, glaube ich, gell? Das ist was hier. Alter. Wie dumm. Jetzt habe ich den gedreht. Das wollte ich natürlich nicht. Na komm. Schön über den Herd. Ein Spiegel. Ach nee, das ist doch unnötig. Ach so, Esszimmer.
So, das ist der wunderschöne Esstisch hier. Muss ich doch mal sagen. So, jetzt können wir endlich nach diesen Typen gucken hier. Ja, was machen die? Die haben jetzt hier, die will unbedingt Verbrecherkarriere einschlagen. Okay, soll sie machen. Der da will noch so eine Karriere einschlagen. Und was will der? Täterjob annehmen. Hm.